Ja, guten Tag. Sind Sie schwul, lesbisch, behindert oder verwandeln sich an jedem zweiten Freitag der Woche nachts in ein Einhorn? Ja? Okay, gut. Dann haben Sie ja sicherlich kein Problem damit, wenn ich Ihre Haustüre mit einem großen X versehen muss. Dankeschön. Schönen Tag noch. Fackelt ihn ab! Hallo, ihr werden sexy Ladies and Gentlemen Nerds da draußen. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Und die AfD stellt in Thüringen einen ganz, ganz seltsamen öffentlichen Antrag. Die will dort nämlich alle Homosexuellen zählen. Ja, die Thüringer AfD will eine Liste mit allen Schwulen, Lesben, Transsexuellen und, damit sie diese hinterher auswerten und verschiedene Programme in Frage stellen oder neue Programme ins Leben rufen können. Ich meine ganz ehrlich, wo zum Fick zu braucht man diese Liste? Damit die wissen, wie groß sie ihre Lager bauen müssen oder was? Legt doch gleich noch eine Liste mit allen Behinderten an. Alle solche Listen hat es nämlich in Deutschland schon mal gegeben. Ich bin schwer begeistert. Fucking Geschichte wiederholt sich. Die AfD will in diesem Zusammenhang außerdem wissen, warum man denn bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Menschengruppen oder was auch immer gesondert schützen müsste, hä? Ja, genau vor solchen Leuten nämlich. Fuck that. Kommen wir mal zum Thema Wirtschaft 4.0. Wirtschaft 4.0, was ist denn das? Das ist eine ausgezeichnete Frage, kleiner Timmy. Ich heiße nicht Timmy, sondern Flo und ich bin du und du denkst dir dieses Gespräch hier nur aus. Danke, Timmy. Die sogenannte Wirtschaft 4.0 hat was mit der sogenannten Digitalisierung und Robotik zu tun. Robotisierung. Denn das Wirtschaftsforum in Davos hat jetzt eine Prognose gestellt. In den nächsten paar Jahren fallen gut 7 Millionen Jobs weg, bei denen die Arbeitskräfte durchgehend durch Roboter ersetzt werden können, sollen. Und im Zweifelsfalle sind auch ganze Arbeitsprozesse betroffen. Das heißt, es betrifft noch viel, viel, viel mehr Menschen, die durch Roboter ersetzt werden. Wer Fallout 4 gespielt hat, rennt jetzt einmal panisch im Kreis und schreit, das Institut! Das Institut! Ja, Future is now. Was sagt ihr dazu? Habt ihr da Bammel vor, durch Roboter ersetzt zu werden? Oder sagt ihr, pff, es gibt einfach bestimmte Jobs, da kann kein Roboter ran, das braucht einen Menschen? Eure Meinung dazu, ab in die Comments! Apropos, da braucht es Menschen. Die braucht es zum Beispiel auch in der medizinischen Forschung, für Medikamententests zum Beispiel. Leider. Eine französische Medikamentenstudie endet jetzt beispielsweise in einer Katastrophe. In der französischen Biotrial oder Biotrial-Klinik wurden Schmerzmitteltests durchgeführt. An menschlichen Probanden, ist klar. Die sich auch freiwillig für sowas melden. Das ist auch mal ganz entscheidend. Allerdings schweben jetzt 5 der Versuchspersonen in Lebensgefahr. Eine wurde bereits für Hirntod erklärt, nachdem sie ins Koma fiel. Verschiedene Wissenschaftler und Mediziner arbeiten jetzt natürlich fieberhaft daran, rauszufinden, was die Menschen geschädigt oder umgebracht hat. Aber was mich interessiert, was ich gerne mit euch diskutieren würde wollen, haltet ihr sowas für ethisch? Haltet ihr sowas für vertretbar? Oder sagt ihr ganz klar, in der Medizin muss sowas gemacht werden? Es braucht Versuche am Menschen, um die Medizin weiterzuentwickeln. Oder sagt ihr ganz klar, diese ganze korrupte Pharmaindustrie baut so viel Scheiße. Eigentlich will man die Dunkelziffer an Leuten, die an irgendwelchen Medikamententests verrecken und dafür einen Apfel und ein Ei gekriegt haben, will man gar nicht wissen. Aber eure ehrliche Meinung dazu? Ihr wisst wohin. Nein, 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 Kevin, nicht, mach das, nein, nein. In die Kommentare. Ja gut, danke. Alles klar. Ein sehr interessanter, wenn gleich trauriger oder schockierender Fakt ist, dass 1% der Weltbevölkerung so viel Geld besitzt wie die restlichen 99% der Weltbevölkerung zusammen. Eine neue Oxfam-Studie wiederum hat mich noch krasser wie ein D-Zug von der Seite erwischt. Die zeigt nämlich auf, dass 62 Menschen, ja Einzelpersonen auf der Welt, so viel Geld haben, wie die fucking halbe Weltbevölkerung nicht aufbringen kann. Wie geht sowas? Das fragen sich immer mehr Leute, aber man muss sich doch nur mal angucken, wie sowas geht. Und genau das hat diese Studie auch getan. Und ja, es ist so einfach, wie ihr vielleicht denkt. Ausbeute und Unehrlichkeit. Denn mit ehrlicher, harter Arbeit kann man so viel Geld gar nicht verdienen, um was es da geht. Über 90% der Großkonzerne mit Milliarden über Milliarden Umsätzen sind irgendwo in irgendeinem kleinen Inselstaaten-Ausland gemeldet, wo sie quasi keine Steuern zahlen. Pumpen also so wenig wie möglich oder einfach am besten gar nichts in beispielsweise Sozialsysteme oder noch besser Gesundheitssysteme. Immer schön dran vorbeigeschmuggelt. Und noch dazu
dazu, natürlich produzieren sie in Billiglohnländern unter Sklavenhalterbedingungen ihren Scheiß, reden dann in ihren teuren, schicken Anzügen über Gewinnmaximierung, während auf der anderen Seite ein indisches Kind verreckt. Herzlichen Glückwunsch also. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird einfach immer größer. Aber wenn es hoffentlich, und ich bete zu Dodo Jesus und dem großen Internet-Gott-Imperator, sowas wie Karma wirklich gibt, dann werden die alle noch gefickt. Ich bin zuweilen ein sehr, sehr, sehr einfacher Mann. Ich sehe nackte Frau im Internet, ich klicke nackte Frau an. Da es allerdings das Internet ist und wir das Jahr 2016 schreiben, in dem das Internet mehr so ist, denke ich mir nach diesem Anklicken recht häufig: What the fuck? What the fuck? Außerdem hatte ich in der Schule den Kunstleistungskurs, hab mir also auch da des Öfteren gedacht: What the fuck? What the fuck? Und was das jetzt miteinander zu tun hat, relativ simpel. Viele von euch fragen sich sicherlich auch des Öfteren, ist das Kunst oder kann das weg? Behalten wir kurz im Hinterkopf, Kunst kommt von Können. So die Definition etlicher Bücher und meiner Lehrerin im Abi. Jetzt hat sich eine luxemburgische Performance-Künstlerin in Frankreich allerdings hart mit der Polizei angelegt und wurde sogar in Gewahrsam genommen für ihre Performance-Kunst. Weil sie es im französischen Musée d'Orsay für eine sehr gute Idee hielt, nackt und breitbeinig bei öffentlichem Besucherverkehr vor einem Bild zu posieren, das eine Vagina zeigt. Also diese Performance nannte sich dann Vulva for Vulva. Es ist schon sehr großartig. Es ist übrigens eine Geschichte aus der Kategorie Net to Know. Deswegen erzähle ich jetzt hier einfach mal, was ich mir dachte. Muss Kunst sowas heute tun? Und was hat die Beine spreizen von einem Gemälde mit Können zu tun? Also der eigentlichen Definition von Kunst. Also jetzt Töpferware, Bildmalen, Bildhauerei, aber zum Beispiel auch Videospiele und Filme, ganz klar, aber so, muss Kunst das tun? Ist Kunst das neue Pop-Business, wo ich auffallen und provozieren muss wie blöde, um noch irgendwie wahrgenommen zu... Ist das... Frage an die Künstler von unter euch. Ist ja, mach... Okay. Kunstbanause halt, durch und durch. Und noch eine ganz kurze Story aus der Kategorie Net to Know. Der Wahnsinns-Jackpot der US-Lotterie ist geknackt worden. Insgesamt handelt es sich bei diesem Gewinn um 1,6 Milliarden Dollar. What the fuck? Das hatten wir heute schon ein paar Mal. Drei Teilnehmer haben gewonnen, bis jetzt hat sich allerdings nur ein einziges Ehepaar gemeldet. Abgesehen davon, dass ich mich bei 550 Millionen Dollar wahrscheinlich in der Sekunde, in der ich merke, dass ich sie gewonnen habe, erst unwillkürlich einurinieren und danach an einem Herzkasper verrecken würde, fragt man sich jetzt natürlich, warum melden sich die anderen Parteien nicht? Wollen die viele Kohle nicht haben? Und ja, ganz ehrlich, was ist eure Meinung dazu? Ich meine, es ändert sich alles. Dessen muss man sich bewusst sein. Plötzlich ist man über eine halbe Milliarde schwer. Und es ändert sich alles. Was sagt ihr? Würdet ihr sagen, juchi, so viel Geld? Oder würdet ihr sagen, oh scheiße, habe ich Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann. Eure Meinung dazu? Wie würdet ihr reagieren? Einfach mal in die Comments. Ich bin mega gespannt. Hallo Freunde, willkommen auf der Endcard. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, genauso wie ihr dieses Video sharen könnt. Auf Facebook, Twitter, wo auch immer. Oder ihr shared einfach ein Schaf. Das hat dann nichts mit dem Video zu tun. Ist aber vielleicht mal ein cooles neues Hobby. Und außerdem ist der Winter fast vorbei und dann wird den Viechern wieder warm. Also, ja, Däumchen wären Träumchen, nebenbei bemerkt. Einfach nur ein kurzer Klick, tut euch nicht weh, aber mir wahnsinnig gut und ich bin euch sehr dankbar dafür. Da oben ist unser Gaming-Channel. Da ist unser Let's Play-Gedöns. Auf dem Gaming-Channel kommt übrigens morgen schon wieder ein neues Random Game Fact. Großartig, oder? Und unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz viele tolle, informative und hammermäßige Links. Ja, ja, so ist das. Also, macht's gut. Commander Tudorukas, LeFloid Army, es war mir eine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. Und jetzt ein High Five. 3, 2, 1, du sagtest, und BÄM!